Die Straße von Hormus, eine nur 55 Kilometer breite Meerenge zwischen Iran im Norden sowie Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Süden. Etwa ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls wird durch diese Passage verschifft. Jetzt steht sie im Mittelpunkt des Konflikts zwischen Iran und dem Westen. Ein hochrangiger Parlamentarier aus Teheran droht nun, sein Land werde die Straße von Hormus mit Sicherheit sperren, sollten die angekündigten Sanktionen in Kraft treten. In Brüssel hatten die EU-Außenminister zuvor ein Ölembargo beschlossen. Spätestens zum 1. Juli sollen alle Einfuhren aus Iran gestoppt werden. Ich denke, das zeigt die Entschlossenheit der EU und der internationalen Gemeinschaft in dieser Sache. Es ist absolut richtig, das zu tun. Im Lichte der andauernden Verletzungen von UN-Resolutionen durch Iran und der Weigerung zu ernst gemeinten Verhandlungen über das Atomprogramm. Teheran drohte nicht nur mit der Blockade der Straße von Hormus, man könne von sich aus die Öllieferungen nach Europa einstellen. Das werde einen Preisschock auslösen, so ein hochrangiger Ölexperte Irans.